Ja, Joel und herzlich willkommen zurück, Leute, zu einem weiteren Einteiler bzw. Livestream. Wir werden hier gemeinsam das Spiel Narcosis von Anfang bis Ende streamen. Ich weiß gerade nicht, ob ich laut genug bin, das muss ich gleich nochmal überprüfen. Und dann würde ich sagen, können wir auch direkt starten. Ich werde ganz kurz das Video teilen. Und dann würde ich sagen, legen wir auch los. So. Wie kann das online, wenn ich den Scheiß hier eigentlich gelöscht habe? Verstehe ich nicht. Achso, der Tweet wurde schon gelöscht. Aha. Gut. So, ich bin gleich soweit. Der dauert ein paar Sekunden. Ich hoffe, ihr habt euch was zu essen und was zu trinken mitgebracht, denn das wird hier wieder etwas länger dauern. Also von der Spielzeit her ist es ungefähr so wie Draugen angelehnt. Ja, also zwischen 2,5 bis 3,5 Stunden, je nachdem, wie gut man durchkommt. Manche brauchen auch weniger. Das kommt drauf an, auch wie viel Glück man hat. Ne? Ob man gleich die Rätsel löst oder bestimmte andere Dinge. Von daher, ja, mal sehen. Mal sehen, wie wir das hinkriegen. Und ich hoffe mal, ihr seid genauso geil drauf wie ich. Alles klar. So, dann will ich nur mal kurz überprüfen, ob die Lautstärke in Ordnung ist. Und dann würde ich sagen, legen wir direkt los. Ich müsste eigentlich alles soweit richtig eingestellt haben. Aber das werden wir gleich sehen, ne? Okay, warte mal. Ich muss mal kurz das Headset abnehmen. Okay, von der Lautstärke hört sich das eigentlich ganz gut an. Ich werde das nochmal ein bisschen näher ransetzen. So, also worum geht's? Wir werden hier in diesem Horrorspiel die Tiefen erkunden. Ihr seht gerade, das spielt eine Tiefe von ungefähr 3417 Meter. Und der Längen- und Breitengrad, wenn man den sich anschaut, dann weiß man, wo man ist. Das wurde, glaube ich, mit der Unity Grafik Engine entwickelt und das soll auch gar nicht mal so schlecht sein. Also, ich weiß, dass es nicht schlecht ist. Ich habe es ja schon, ich glaube, einmal Let's Played und zweimal gestreamt, glaube ich. Und jetzt streamen wir es halt nochmal. Okay, ich fange jetzt ein neues Spiel an. Hier werden, glaube ich, ein paar grundlegende Dinge erklärt. Und dann werden wir gleich sehen, wie es weitergeht. Ich hatte gerade nämlich ein paar technische Probleme. Oceanova was once in a lifetime. They're breaking new ground, making something meaningful. Mining methane hydrate frozen beneath the seabed. There's alternatives, but none so plentiful. It's clean and safe. I couldn't say no. Sorry about your weekend, but someone had to draw the short straw. We've got a lot of updates to get through, but new suit, same rules. Give me a sec. Okay, instruments. O2. Sauerstoff, sind wir da drüben? Flares and thrust. Oh, Jesus. Here, you know the drill. You're stressed. Panicking. Breathing hard. Okay. Sensors tripped. As you know, your O2 burns down a lot faster under stress. Anyway, das stimmt. Let's move. Ja, wir können auch laufen. Kann sein, dass ich nochmal die Helligkeit ein bisschen. Check.
Und auf einmal sind wir in der Tiefsee. Ich meine, es ist jetzt nicht das allerhübscheste Spiel, aber es macht einiges richtig. Ja. Rennen kann ich glaube ich nicht. Also das ist die Maximalgeschwindigkeit. Oder ich kann rennen. Beziehungsweise die Booster aktivieren. Ich habe auch ein Taschenmesser. Denn ja, es gibt natürlich in den Tiefen auch einige Kreaturen. Und davon sind sehr viele sogar extrem gefährlich oder können extrem gefährlich sein. Auch für den Menschen. Und wenn es hier fette Anzüge sind, um natürlich den Druck der Tiefe auszuhalten. Ich werde mal noch mal ganz kurz was einstellen. Warte mal, ich weiß nicht, ob das wirklich alles von Audio-Lautstärke in Ordnung ist. Ich werde mal noch mal ganz kurz hier das ein bisschen runtersetzen. Müsste eigentlich jetzt hinhauen. Und ich werde noch mal die Helligkeit erhöhen. Wir machen mal auf ungefähr 50 oder 45 hier. Komm. Genau, perfekt. Das wurde hier übrigens von einigen Studenten entwickelt, das Ganze. Wo kann ich denn den Booster nicht aktivieren? Das sind Fackeln. Ja, wie man Fackeln einsetzt, weiß ich. Ah, okay. Ja, das mit dem Booster ist irgendwie nicht ganz so easy peasy. Okay, ich soll die Stufen hier hoch. Das machen wir mal. All good. Let's try it in reverse. Okay, rückwärts. Okay, target practice. Fire a couple of flares. Hey, ich sehe gar nicht, wo ich das hinfeuern soll. Achso, ja, kann ich auch gar nicht, weil ich auch keine Flares hab. Wie geil ist das denn? Okay, ich brauche erstmal ein paar Flares, ansonsten geht es nicht. Maximal 10 Flares kann man also mitnehmen. So. Ja, musst du hinten noch hin und dann haben wir's. Nav says check. Thruster, check. Launcher and check. Let's get out of here. Grab a little sunshine while we can. Also ihr seht schon. Oder auch erst. Später. Man wechselt hier zwischen den Erinnerungen. So, jetzt kann man nämlich den Booster gleich aktivieren. Aber bevor ich das mache, werde ich mal kurz die Gegner mal erleuchten.
Boom, alles klar, das hätten wir. Ich hoffe, ich bin von der Lautstärke in Ordnung. Ist das ein Herzschlag, Alter? Okay, ich brauche definitiv Sauerstoff, ansonsten wird es ein bisschen knapp. Sauerstoff tanken. Hä, kann man hier nicht noch mehr Sauerstoff tanken? Anscheinend nicht. Okay. Ich habe anscheinend schon zu viel verbraucht. I'll circle back with JJ tomorrow. Get this all wrapped up. February 2nd. We were 50 miles from the epicenter. But an 8 on the Richter scale makes that kind of distance irrelevant. Shockwaves hit 6 minutes later, striking the south face of the HAB first and hardest. 27 minutes in, with that kind of concussive force, even the sealed modules were compromised. After that came the ocean. By 10:33, only safe havens in a sub or one of the suits. So sieht's aus. Und was man nicht vergessen darf, bei der Tiefe, da kann nicht der Druck sowas von schnell töten. Und dann kommt noch die Kälte dazu. Also selbst wenn du den Druck überleben könntest in der Tiefe, ja, würde ich danach die Kälte auf jeden Fall komplett erwischen. Und wir haben nur noch 50% Sauerstoff. Da ist gar keiner. Ja, bei den Tiefen. Da gibt es natürlich dann auch gewisse Probleme. Das heißt also... Hab ich ihn hier? Oh Gott, ein bisschen knapp hier. Ich glaube, Sauerstoff kann ich mir von dem gar nicht nehmen, ne? Es wird ein bisschen knapp. Ah, hinten haben wir aber was. Wird knapp, definitiv extrem knapp. Jetzt haben wir wieder extrem viel Sauerstoff.
Da sollten wir uns drüber freuen. Aber alles andere wurde anscheinend zerstört. Ne? Die Druckwelle hat uns sehr weit weggeschleudert. Wir können jetzt hier nur... Naja, zum Habitat gelangen, wenn wir halt laufen. Wenn man hier unten ist, dann wirkt es auch wie ein komplett anderer Planet, ne? Wie eine andere Welt. Andere Möglichkeit hast du ja eh nicht. Ne? Ey, irgendwas. Ich kann sein, dass ich nochmal den Controller irgendwie ausschalten muss. Irgendwas stimmt hier mit der Steuerung nicht. Ey, das ist so nervig, Alter. Wer hat denn die Scheiße gemacht? Automatische Sichtausrichtung. Hier, weg mit dem Dreck. Ist trotzdem noch vorhanden, das verstehe ich nicht. Jetzt kommen wir mit mich in so eine Art Höhle. Ey, was sind denn das für Kackprobleme, Alter? Der Sauerstoff geht auch ziemlich schnell zu Neige, ne? Okay, da muss ich aufpassen. Ich glaube, die will hier nur vorbei. Okay, die will wirklich nur vorbei. Das war aber knapp, Mann. Richtig knapp. Nachbeben? Also irgendwas stimmt auf jeden Fall mit dem Controller nicht. Ich habe keine Ahnung. Schritt für Schritt, genau. Leider ist ja einer unserer werten Kollegen schon verstorben. Und was mit den anderen geworden ist, wissen wir im Augenblick noch nicht.
Ich bräuchte Flares und ich bräuchte noch ein bisschen mehr Sauerstoff. Hier sehen wir etwas von der Ausrüstung. Ich fülle mal schnell meinen Sauerstoff auf. Sauerstoff ist jetzt wieder komplett voll. Und ich habe genug Leuchtfackeln. Nice. Das ist natürlich sehr, sehr geil. Okay, da sollte ich auf jeden Fall nicht runterfallen. Geht hier nämlich tief runter, wie scheint. Okay. Ich muss da auf jeden Fall rüber. When it's all bearing down on so many levels. It's gotta be managed. You can't shake the pressure. Just make your peace with it. Don't let it take the wheel. Ich meine, du wirst ja dafür ausgebildet, ne? Aber damit muss man trotzdem erstmal klarkommen. Das ist ja genauso wie die Einsamkeit und der Stress und oh Gott. Da wird wahrscheinlich so viel dazukommen. Naja, mal gucken. Es gibt hier leider auch genügend Pfade, die einen auch in die Tiefe bringen können. Und das ist nicht geil. Ja, davon gibt es hier wirklich einige Pfade. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Okay, das war knapp. Ich meine, wenn dich so ein Stein trifft, da bringt dir auch der scheiß Anzug hier nichts. Dann bist du halt tot, ne? Ist halt so. Hier haben wir ein Rohr. Ich glaube, die hatten doch, glaube ich, nach Gas gebohrt, ne? Oh Gott. Wo, warte mal, ich glaube. Wir konnten ja auch rein. Ja, wir konnten. Au. Sauerstoff bei 50%. Gott. Wir müssen auch immer tiefer, ne? Selbst bis zum Meeresgrund müssen wir bohren, damit wir an Gas und Öl kommen. Das muss man sich mal vorstellen. Weil man immer und immer mehr braucht. So, wir brauchen auf jeden Fall jetzt ein bisschen Sauerstoff. Und ein paar Flares, das wäre gut. Okay, Leuchtfackeln haben wir auch mitgenommen. Schön.
Ich glaube, die hatten so ein bisschen Angst vor dem Licht. Jawohl. There's protocol for everything. Has to be. Second guessing puts lives at risk. So it's best to stick to procedure, step by step. So with an all-hands call, you head straight for Compass One. Try and reach surface from comms. Im Augenblick müssten wir noch nicht das Messer einsetzen. Aber wir wissen, dass es geht. Leider ist hier wieder ein Kollege verstorben. Es tut mir leid. Ich muss deinen Sauerstoff mitnehmen. Es bringt alles nichts, ne? Den Toten den Sauerstoff zu überlassen. Ja! Geht natürlich auch nicht. Hau ab! Ich sehe halt überhaupt nicht viel. Wow! Okay, das Habitat fällt auseinander. Und hier hätten wir eigentlich wieder zurückkehren können. Wir mussten, glaube ich, einen Umweg machen. Einen gewaltigen Umweg sogar. Jetzt fragt sich bloß, ob wir überhaupt hier reinkommen. Compass One. Boah, Alter, das mit der Steuerung geht mir richtig auf den Sack. Okay, wir befinden uns jetzt in Compass One. Das ist auf jeden Fall die erste Anlegestelle, wo wir hin müssen. From the outside, the structure seemed intact. So I figured whoever's inside might. Well, maybe it's okay. Okay. We ran all kinds of drills. You believe you know what to expect? Once I got inside, where it's familiar and you should feel safe. Even though I had to, those first few steps weren't easy. Und genau das ist das Problem, ne? Die Basis wurde so schwer getroffen, ich meine, die ist ja komplett überflutet. Und dass da dann keine Hoffnung besteht, sollte eigentlich auch klar sein, ne? So, warte mal, gehen wir hier durch, danke. Es gibt, wie gesagt, eine Menge Zeug zum Mitnehmen und auch Sauerstoff. Gut. Und zwei Türen können wir öffnen. Wo geht's hier lang? Okay, das sieht aus, als müssten wir dort lang gehen.
Mann, was ist denn mit dem Controller los? Ich versteh's nicht, ey. Ein paar Leuchtfackeln mit. Könnte man hier nicht noch irgendwas machen? Nur anscheinend nicht. Dann gehen wir einfach mal weiter. Halt mal kurz für ein bisschen Licht sorgen. Denn wir sehen zu wenig. Diese Fische sind auch schon eingedrungen. Machen wir nochmal Sauerstoff, den nehmen wir mit. Ich dachte, der folgt mir jetzt. Aber nee, der bleibt glücklicherweise genau da, wo er hergekommen ist. Und was haben wir jetzt hier? Sieht aus, als hätte man hier irgendwas untersucht, vielleicht das Wasser oder irgendwas anderes. Da sehen wir auch eine fette Krabbe. Okay. In manchen von diesen Flaschen ist auch eine Flüssigkeit enthalten, ne? Keine Ahnung, was das ist. Mal kurz den Sauerstoff mit. Jetzt geht er wieder durch da drüben. Ja, da haben wir definitiv schon wieder einen Toten. Mindestens einen. Kann ich auch nicht viel machen. Die Sauerstoffzufuhr hat sich nochmal erhöht. Okay. Anscheinend ist hier was zusammengebrochen. Ja, super. Das Vieh war noch am Leben. Das war wahrscheinlich nur geschockt. Yo, das ist natürlich nicht so geil.
Oh, das kotzt mich an, das Mistvieh hier. Ja, tot, ja? Kleines Kackvieh. Okay. Die Jumpscares können einen auch hart treffen, ja? Oh ja, schon wieder eine Leiche. Kann ich von dir eigentlich was mitnehmen? Nee, kann ich nicht. What? Wo ist mein Sauerstoffrad? Verschwunden. Jetzt haben wir keine Tür mehr. Ey, das muss man sich mal vorstellen. Ich meine, ich weiß nicht, ob wir durch den Druck halt so viel Angst bekommen haben, dass wir überall diese Anzüge gesehen haben. Aber holy moly. So, ich brauche definitiv Sauerstoff. Da haben wir noch einen Laptop. Reaching the surface was off the table, physically or otherwise. So it's simple. Hitch a sub to Compass 2 and hope others did the same. Genau. Also, wir sind auf jeden Fall weitergekommen. Wir waren ja erst außerhalb der Anlage mit unserem Kollegen unterwegs, der allerdings verstorben ist, so wie es scheint. Und auch ein paar andere haben wir vorgefunden, die gestorben sind. Dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Rückkehr zur Normalität. Genau. Wo ist mein Sauerstoff eigentlich hin? Es gibt hier auch Stationen, da kann man es auffüllen, glücklicherweise. Ansonsten wären wir so ziemlich im Arsch, ne? Also richtig im Arsch. Also, hier haben wir ein paar Computersysteme. Können wir eigentlich damit interagieren? Manchmal kann man mit Dingen interagieren und manchmal halt nicht, ne? Versuche Verbindungsaufbau. Ich kann auf jeden Fall keine Verbindung aufbauen. Kontakt mit der Oberfläche unmöglich. Hey, Erfi, mein Kleiner. Schön, dass du dabei bist. Also ich weiß ja nicht, ob du das schon mitbekommen hast. Wir befinden uns hier in der Tiefsee. Ungefähr 3,5 Kilometer Tiefe. Und wir sind eigentlich ein Angehöriger einer Firma, die nach Erdgas und so suchen. Und mit diesem Anzug, den wir anhaben, können wir halt in diese Tiefe hier. Und unsere Basis wurde durch ein Erdbeben, glaube ich, so hart getroffen. Normally the habs are lit up top to bottom, all the time. A lot of the gear was waterproof. Some of the lights and monitors were still running. Genau. So it wasn't dark, but it's fading. Like the whole thing's on life support. Ich habe irgendwie ein Problem, dass mein Controller die ganze Zeit steuert, wie er will. Ja, das ist auch interessant. Das soll ja sogar nach einer wahren Begebenheit basieren, ne? Also ob das stimmt, kann ich dir nicht sagen, aber... So, hier kann man nicht lang. Oh, da haben wir was.
Sauerstoff. Du kleines Mistvieh. Ja, jemand hat hier auf jeden Fall Langeweile gehabt. Es gibt einige Kreaturen, die uns also unter Wasser angreifen, wie diese Art Tintenfische. Was macht denn der Controller die ganze Zeit, Alter? Jetzt gib mir auf den Sack. Was war was? Es war gerade irgendeine Tiefseekreatur. Ich höre ein Telefon. Nicht rein. Guck mal, die Tür ist verschwunden. Also wir haben auf jeden Fall Narkose ist ja ein Zustand, den man erreichen kann. Klar, könnte man essen, ne? Tintenfische kann man tatsächlich essen. Okay, ich habe mir das anscheinend eingebildet. Ist ja klar. Ich brauche auf jeden Fall gleich nochmal Sauerstoff, das steht fest. Ja, und da sehen wir eine Anspielung auf eine Art Nintendo Entertainment System, ne? Oh. Okay. Okay, warte mal, ich brauche Sauerstoff. Das steht fest. Einiges, was hier passiert, ne, kann natürlich durch Stress ausgelöst werden. So, ich muss mal Sauerstoff holen, da muss ich hier hinten rein. Ja, hör auf da drüben zu schreien, Mann. Boah, ich bin der Typ auf den Sack. So, irgendwo hier war Sauerstoff, ne? Genau da. Also, du musst aufpassen, dass du nicht in die Tiefe fällst, denn es gibt hier ein paar Spalten, die können natürlich ein paar hundert Meter in die Tiefe führen und dann bist du ganz schnell Matschepampe. Und dann gibt es hier irgendwelche Unterwasserwesen, wie Tintenfische, irgendwelche Kalmare und was weiß ich alles. Ist das nicht ein Kalmar? Weiß auch egal. Gut, dann gehen wir mal weiter. Wir haben ja noch nicht die anderen Räume uns angeschaut. Also ist jetzt nicht unbedingt notwendig, aber in manchen sieht man halt ein paar interessante Dinge. Oder auch Easter Eggs zu irgendwelchen Spielen. Okay, da hat jemand auf jeden Fall versucht, einen Donut zu essen. Honor Code. Wie eine asiatische Band aus, naja. Arschloch. Genau deswegen mache ich das nämlich. Bestimmte Dinge werden nur freigeschaltet, wenn man die Räume betreten hat. Ja, also bestimmte Jumpscares beispielsweise. Muss ich hier nicht sogar hoch?
Ich weiß nicht, ich glaube mal ja. Ey, wir verbrauchen viel zu schnell und viel zu viel Sauerstoff. Brandy Orvis. Aha. Was haben wir hier? Hätte nicht sogar einer ein Haustier gehabt? Mir war so. Aber hier haben wir nochmal Sauerstoff. Nee, das war Einbildung, wie gesagt. Das kann dann durch die Tiefe kommen, dann nennt man ja Narkolepsie oder so ähnlich. Dann kannst du dir bestimmte Dinge einbilden. Na, durch Sauerstoffmangel. Aber ich könnte mich ja natürlich auch. I mean, the isolation is unnatural. Little problems start to spiral. Any baggage you don't check at the surface comes unpacked pretty quick. Yeah. Some find ways to cope, others struggle. Okay, wir sind auf jeden Fall weiter. Naja, wenn man sich Sachen einbildet, dann kann es schon so vorkommen, dass dir das vorkommt wie ein Geist. Ich meine, ist halt so eine Frage. Und es basiert ja hier sogar auf wissenschaftlichen Tatsachen, ne? Also. Ist jetzt hier kein Fake. Okay, das hat jetzt gerade Eindruck geschwindet. So. Ich glaube, wir können sowieso nur in eine Richtung. Wie gesagt, lang ist das Spiel nicht. Es ist ungefähr so lang wie Draugen oder ein bisschen länger. Je nachdem, wie gut man vorankommt. Und, ganz wichtig ist zu sagen, dass man auch bestimmte Dinge erstmal sich ansehen sollte. War das eine Explosion? So, da haben wir noch jemanden. Und ich nehme mal den Sauerstoff mit. Ah, guck mal, der lebt noch. Kleines Mistvieh, Alter. Okay. Der wollte mich wohl erschrecken. Watching life go by inside the bubble is cruel. The ones that care get a head start learning to live without you. So the grief comes first, whether or not you're really gone. So sieht's aus. Und das Problem ist ja auch, dass dir in den Tiefen kaum jemand helfen kann, ne? Wenn was passiert. Ich sehe halt nicht viel. Ich habe die Helligkeit schon erhöht, ne? Ich habe den Strom wiederhergestellt. Ich dachte, jetzt ist ja ein Sauerstoffgerät. Kleines Mistvieh, Mann! Verpiss dich! Ey, ich leg dich um! Drecksvieh! Und wisst ihr, was sehr interessant ist? Sehr interessant ist unter anderem auch, dass diese Kalmare, das sind ja größtenteils die Kalmare, extrem intelligent sind. Die bringen dich sogar in solchen Fallen, ne? Da haben schon ein paar Wissenschaftler mal bestätigt. Ja, genau, man steht unter Druck in dieser Tiefe. Dann wollen wir mal zur zweiten. Ja. Weiter unten konnte ich ja eh nichts machen. I've seen death before, but not like this.
Up here, the impact's usually more abstract. This is intimate. It's like when you pass an accident on the freeway. All the possibilities run wild. But then a song you like comes on, or your exit's coming up, and you've moved on. Back to normal. Also wir hören auf jeden Fall die ganze Zeit immer jemanden sprechen. Das ist auch ganz wichtig. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Was ist denn jetzt gerade los? Okay, jetzt geht's weiter. Genau, diese Viecher jagen auch junge Wale, ist richtig. Kamare können ja auch groß werden. So, was haben wir denn hier? Eine Art Datenzentrale. Oder Kommandozentrale. Ich meine, ich hatte das Spiel, wie gesagt, schon mindestens einmal gestreamt. Das könnte auch zweimal gewesen sein. Und einmal Let's Played. Aber ich wollte es einfach nochmal zocken. Ist aber schon so lange her, dass ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so viel weiß, was gut ist. Warte mal. Ha, wie geil! Soll das ein Zelda Easter Egg sein? Okay, das habe ich glaube ich auch noch nie gesehen. Oh, eine geile Kaffeemaschine. Und alles steht unter Wasser. Kann man hier noch irgendwas einsammeln? Hier haben wir einen Kühlschrank. Okay. Da weiter? Nee, ne? Ja, wie gesagt, ich hatte ja schon ein Easter Egg zu Super Mario gefunden. Das soll es ja eigentlich schon gewesen sein, das eine Ding da. Und halt Zelda. Und man darf auch nicht vergessen, toxisches Niveau herabsetzen. Oh, leck mich am Arsch, Alter. Ich habe mich wirklich erschrocken. Jetzt wird's witzig. So, jetzt muss ich mich hier ein bisschen anders denken. Perfekt gemacht. Oh yeah. Aber warum haben wir keine Taschenlampe gerade? Oh, Alter, das ist so abstrakt. Ich meine, guckt euch den Scheiß an. Oh Gott, nein, 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 ja, 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 nein, 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 nein. Wurde das Vieh gerade zum Menschen, Alter? Das gerade gesehen? Nein, was machst du denn die ganze Zeit, Mann? Die Steuerung ist aber auch wirklich... Ah. Ich sehe halt nicht viel. Die Taschenlampe ist irgendwie... nicht funktional hier. Dann gib mir meinen Sauerstoff zur Neige. Das ist ja noch schlimmer.
Okay, kurz warten. Oh, denn jetzt bitte die Controller. Es gibt mir was auf den Sack. Komm, geh rein da. Danke. Boah, wenn die Steuerung irgendwie, also oder die Kamera nicht so funktioniert, wie sie soll. Sind auch ganz große Kacke. Man bewegt dich doch die ganze Zeit nicht, Mann! Oh ja, danke. Kann sein, dass ich meine Controller mal... da gibt es nämlich eine Reset-Taste. Kann sein, dass ich die mal resetten muss. Mann, wie dumm ist das denn hier jedes Mal? Mann, mein Sauerstoff geht zu nein. Oh, ey, nee, das ist so richtig kacke. Ey, das ist doch ganz einfach, das Ding hier. Problem ist nur, dass es rüberkommt. Komm, ey, danke, endlich. Ey, keine Ahnung, bin ich jetzt richtig oder nicht? Warum geht das? Ey, sorry Leute, ich kann hier gerade nichts machen. Ey, was soll denn die Scheißpisse jetzt hier? Hallo! Was kann ich die ganze Kacke nochmal hier machen? Ey, das gibt's doch! Ey, ich schaff's jetzt nicht. Bei meinem Sauerstoff. Oh, ich drehe hier gleich am Rad, ey. Ich komme hier nicht raus! Und ich sehe immer weniger, Mann! Ist doch scheiße sowas. Komm jetzt raus hier aus diesem Drecksloch. Boah, war das knapp. Boah, war das knapp, Alter. Und davon gibt's noch ein paar. So, also, anscheinend haben wir uns das alles wieder mal eingebildet.
ist ja nichts Neues. Wo muss ich jetzt lang? Ich hab's komplett vergessen. Oh ne, jetzt mache ich das wahrscheinlich nochmal, wa? Scheiße, jetzt habe ich die ganze Kacke nochmal wiederholt. Nein! Oh, bin ich dumm, ey. Oh, das passiert, wenn man richtig aufpasst. Irgendwie funktionieren die Booster auch nicht richtig. Irgendwie funktioniert der Flit nicht richtig. Geh doch mal da rein, Alter, du Scheißspacken. Boah, wisst ihr, ich finde das richtig katastrophal, den Dreck hier. Und ich musste da natürlich nochmal rauf. Mann, ey, warum musste ich den Kack jetzt nochmal machen? Ja, vielleicht schaffen wir es jetzt schneller. Wir schaffen es jetzt einfach schneller und dann ist gut, weil ich aus Versehen hier nochmal aufdrücken musste. Kannst du mal jetzt bitte da reingehen? Okay, das nächste Mal drücke ich da jetzt nicht nochmal auf. Ich glaube, brechen kann das jetzt hier nicht, ne? Oder doch? Okay, diesmal komme ich aber ganz gut durch. Ah, oh, ey, dieser. Ah ja, genau, jetzt kommt es ja hier wieder. Irgendwas hat mich jetzt schon wieder. Vorwärts geschoben, wollte ich gerade sagen. Das haben wir ja gleich geschafft. So, wir haben es geschafft in dem Sinne. Gut. Der zweite Mal ging schneller. Ohne Fehler. Naja, fast ohne Fehler. Gut gemacht. Gut gemacht. Ich glaube, wir müssen... Oder mussten eigentlich nur die Energiezufuhr wiederherstellen. Damit wir nämlich eine Tür öffnen können, glaube ich. Guck mal. Was tun hier, Kumpel? Strom ist wieder hergestellt. Ich kann wieder zurücklaufen. Also, ich weiß... Ist das ein Pinguin?
Begeben sich zum Shuttle-Hangar. What? Wie soll ich denn zum Shuttle-Hangar kommen? Ich bin komplett verwirrt. Kannst du nochmal gegenschlagen, Kumpel? Nee, kann er nicht. Ich brauche nochmal Sauerstoff. Also ich bin verwirrt. Wirklich komplett verwirrt. Ich soll nämlich zum Shuttle-Hangar. Ich weiß gar nicht, wie ich da hinkomme. Weil ich komme ja nicht zurück. Ich jetzt irgendwas nicht ganz verstanden? Ist durchaus denkbar, ich weiß es ja auch nicht mehr. Was ist das jetzt hier für eine Tür? War die vorher schon offen? Ah, genau. They're planning on 60, 75 once the whole thing's staffed up. So with just 20 of us, there's already this hollow quality. Like dropping by the office when everyone's gone for the weekend. Not a lot of time for recreation, but the options were there. They did their best to keep us happy. Tja, und jetzt ist er auf der anderen Seite. Was machst du denn hier, Buddy, huh? Kann ich hier auch einen High Five geben? Nee, kann ich nicht. So, kannst du noch nicht mal jetzt gerade auf Klo gehen, ne? Oh, warte mal. Wer macht denn sowas? Okay, komm, gehen wir weiter. Oh Gott, nein, nein. Geh da rein. Das sind so eine Todesdinger hier. Also die sind wirklich richtig schlimm. Diese riesigen Krabben, Krebse, was auch immer. Bleib bloß weg, Buddy. Ich glaube, mir geht's nicht gut. Stopp! Ich hab ihn doch getroffen, Mann! Stirb! Okay. Spiel speichert. Alles klar. Ich weiß nicht, wie häufig ich den Sauerstoff hier schon mitgenommen habe. Aber ist auch wurscht, ne? Auf jeden Fall ist hier gerade irgendjemand langgelaufen. Und ich weiß nicht, ob das Einbildung war oder nicht. Aber das könnte noch sehr interessant werden. Anscheinend interessiert sich keiner mehr für das Spiel. Schade eigentlich.
keiner von den anderen Abonnenten, die jetzt gerade zugucken, ist irgendwie ein bisschen sehr traurig. Aber du bist ja da, Erfi, wa? Du bist ja da. Oder Snake, keine Ahnung. Dann wollen wir mal. Prost. Okay. Also, wir haben zumindest schon mal es geschafft, die Tür hier zu öffnen. Sauerstoff brauche ich eigentlich nicht, aber ich werde es trotzdem mal anklemmen und mir ein bisschen frische Luft besorgen. Wir bräuchten, naja, fast Flares, ne? Guck mal, ist jemand drin? Hey Snake, schön, dass du da bist. Oh ja, jetzt kommt ja die Passage hier. Oh Gott, nein. Nein! Oh, ich falle in die Tiefe und bin tot. Aber ich muss natürlich auch warten, ne? Aber ich habe manchmal den Finger am Abzug. Und hier ist ja der Booster mit R2 zu betätigen, ne? Ja. Egal. Kack drauf. Das war schon. Ist das das zweite oder das erste Mal, dass wir gestorben sind? Ich weiß es gar nicht. Also eigentlich das erste Mal, ja. Okay. Ich habe schon die Helligkeit so hoch eingestellt und ich sehe trotzdem nichts. Okay. Knapp. Okay. Perfekt. Ich glaube, ich kriege auch Sauerstoff her. War das nicht so? Ah ne, da kommen wir gar nicht rüber. Stimmt, wir müssen ja jetzt einen anderen Weg, glaube ich, finden. Aber hier ist schon mal. Aha! Okay. Achso, ja, ich wollte dich anschreiben und habe ich komplett vergessen. So. Hier ist es extrem hell, ne? Wenn du so eine Leuchtfackel benutzt. Strange. So, da ist er wieder. Okay. In God we trust, everything else gets triple checked. But so much diligence makes every aspect of daily life heavy. Each task or item, like getting into a suit or going outside, has an equivalent weight. So, getting cargo or yourself over to Compass 2, the shuttle's the most efficient option, relatively speaking. Jetzt sind wir hier. Also was mir überhaupt nicht gefällt, ich weiß aber nicht, an was es liegt.
Mein Controller, ich weiß nicht, ob der kaputt kann er nicht sein. Achso, was ich euch übrigens sagen wollte, da ihr jetzt ja eh gerade dabei seid, R4 und Snake. Ich habe mir Resident Evil 8 Village vorbestellt. Habe ich vorhin schon erledigt. Wait, und was ist hier hinten? Ach ja, da sind ja diese komischen... Stimmt, da war was. Okay, ich sollte jetzt vielleicht die Flares aufheben. Obwohl, warte mal, hier sind doch welche. Ach nee, ist erste Hilfe. Okay. Bringt im Anzug natürlich nichts. Ist der verschwunden? Tatsache. Okay. Also das U-Boot ist auf jeden Fall Schrott. Und ich habe nur noch zwei Flares. Okay. Wo geht's denn hier lang? Stimmt. Hier kriegen wir erstmal die Flares, die wir brauchen. Und ich glaube, hier konnte ich doch U-Boot abgelegt. Ach so, okay. Wisst ihr, interessant ist, wie gesagt, dass das Spiel hier von Studenten entwickelt wurde. Aber dass hier sehr viele Sachen vorkommen, die halt wissenschaftlich, ich weiß nicht, ob die diskutiert wurden, aber ist auch egal. Weil es wird ja eine Art Geschichte erzählt, die tatsächlich passiert sein soll. Wenn das tatsächlich passiert sein sollte, das wäre schon krass. Also nicht 1:1, aber ihr wisst, was ich meine. So, warte mal, jetzt muss ich überlegen. Hier haben wir Sauerstoff. Brauche ich den jetzt? Na ja, eigentlich schon. Denn wir wissen nicht, wann wir das nächste Mal zu Sauerstoff kommen. Okay. Es ist saudunkel, ne? Man muss sich hier nicht den Strom aktivieren? Nee, ne? Nee, okay. Alles mit niemand was können. Ja, war der Pfad schon vorher da? Ich kann mich nicht erinnern. Und das, was das Spiel übrigens auch großartig macht, ne? Diese Halluzination oder was auch immer das darstellt. Das ist wirklich heftig. Okay, da gehen wir jetzt nächstes lang, glaube ich. Ja, auf jeden Fall ist der Kollege auch tot. Warum leuchten jetzt die Tür rot? Was? Der Raum sah gerade anders aus. Es ist immer noch großartig.
Ja, natürlich, es hat immer noch seine Schwächen, aber das ist immer noch gut gemacht. Oh Gott, alles eingefroren. Mal den Sauerstoff mit. Und dann müssen wir hier, glaube ich, ran, ne? Könnte man hier nicht irgendwie was aktivieren? Genau. Ich glaube, wir müssen nämlich... Ah, okay, wir müssen da sogar lang. Es gibt sammelbare Gegenstände. Wie geil ist das denn? Und jetzt muss ich aufpassen, wenn ich da langlatsche. Also wirklich aufpassen. Nein, beweg dich doch mal, was machst du denn? Ja. Ich muss nochmal nach oben, weil ich brauche anscheinend ein U-Boot. Fuck. Komm, hau ab. Oh, ich krieg einen Anfall mit dir. Doch einfach. Oh, mein Sauerstoff ist der hier alle. Fuck. Und hier ist nichts mehr, ne? Scheiße, was mache ich denn jetzt? Oh, oh. Fuck. Ja, ich habe ein Problem. Scheiße, scheiße. Man, mach hinne. Oh, ey, das nervt die Steuerung, Mann. They kept the heat up, but the weight and presence of the ocean, you can't shake that. Gets under your nails and gums like your teeth are coming loose. Ey, ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber dieses Zittern geht mir so richtig auf den Sack. And then at some point it recedes. You might not notice that till you're topside, but it's always there. Oh, Junge. Ey, ich habe keinen Sauerstoff. Was mache ich denn jetzt? Ich bin gleich tot. Ey, ich bin da gleich tot, Mann. Ey, tut mir echt leid, Leute. Ich komme mal irgendwie... Das wird schwer. Ja, Mann, mach doch mal die Scheiße da jetzt an. Ich bin eh tot. Mann, und das nur wegen so einem Scheißfehler. Komm, mach hinne, mach hinne, mach hinne. Ey, gib mir nochmal Sauerstoff jetzt, verdammte Scheiße. Ey, ich hab gleich... Nee, ich bin gleich tot. Ist eh vorbei. Ja, schnell! Boah, war das knapp jetzt. Die würden niemals Menschen angreifen. So ein Schwachsinn.
Wo komme ich denn hier nicht weg? Oh, es regt mich so richtig hart auf. Was ist denn für Scheiße, Mann? Oh, Junge, das nervt. Ich habe gleich wieder keinen Sauerstoff. Oh, es ist dumm. Ich sehe überhaupt nichts. Ich bin eh gleich tot. Schön. Hä? Wo ist denn der Sauerstoff? Ey, das ist, was mich aufregt. Ey, es ist so dumm gemacht. Gerade eben habe ich bestimmt 30 Sekunden es geschafft, ohne Sauerstoff auszukommen. Und jetzt nach 2 Sekunden bin ich tot. Ey, das ergibt doch keinen Sinn. Und so lange dauert es ja eigentlich auch nicht bis zum Ende. Oh. Also das ist gerade ein bisschen nervig. Wegen dem scheiß Anglerfisch bin ich jetzt eigentlich verreckt. Keine Ahnung, wo ich jetzt überhaupt bin. Was? Wo bin ich jetzt? Hangartor. Wieso ist denn das Hangartor verschlossen? Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Hier war ich doch gar nicht. Oder doch? Ey, das hat ja alles nicht gespeichert. Ah, oh, ist ja geil. Spiel speichert echt Wunderbärchen. Alter, nee, ich könnte schon wieder kotzen. Aber ich brauche jetzt mehr Sauerstoff hier, das ist mir jetzt alles egal. Wo mache ich denn jetzt? Ich muss eigentlich nur das Tor öffnen. Ich hatte einen Chip eigentlich, da konnte ich irgendwo rein. Und das wollte ich mir jetzt eigentlich mal holen. Okay. Also wie gesagt, was mir überhaupt nicht gefällt, ist das, ja, dass wenn du hier stirbst, dass anscheinend ein Großteil davon nicht mal irgendwie gesichert wird. Das steht zwar da, aber in dem Sinne stimmt es gar nicht. Weil das haben wir eigentlich alle schon gemacht hier. Ich öffne jetzt das Ding und werde mal den Sauerstoff jetzt hier behalten. Also was ich nicht brauche, benutze ich jetzt auch nicht. So, jetzt machen wir das Tor auf, genau. Ich nochmal gleich hier rein. Da haben wir dann die Matroschka.
oder was es darstellen soll. Jetzt brauche ich nur das eine U-Boot eigentlich, was da ist, benutzen. Genau, dann müsste ich es eigentlich soweit haben. Okay, warte mal, wo waren wir denn? Ich gehe jetzt mal zu F1 und danach zu F2. They kept the heat up, but the weight and presence of the ocean, you can't shake that. Gets under your nails and gums like your teeth are coming loose. Alter, das mit den Angerfisch war nur saunervig. And then at some point it recedes. You might not notice that till you're topside, but... Ach nee, doch nicht. It's always there. Ich muss ja noch eins hören. Weil hier müssen wir ja das U-Boot freischalten. Das mache ich aber erst, wenn ich oben war. Weil da oben gibt es nämlich so einen ganz speziellen Chip. Und damit konntest du, glaube ich, irgendwo rein. Der ist jetzt nicht unbedingt notwendig, aber damit schaltest du was frei. Genau für hier ist er nämlich. Da gibt es nämlich auch, glaube ich, einen Jumpscare, den man freischalten kann. Ey, wie mir das aufregt mit dem Controller hier, das kloppt da gar nicht. Okay, jetzt brauche ich aber wirklich Sauerstoff. Ist diesmal jetzt der Angerfisch wieder da? Ja, ist er. Also wie gesagt, der würde was ganz anderes machen, aber nicht Menschen angreifen. Okay, jetzt sind wir hier wieder. Ey, ich habe die automatische Ausrichtung eigentlich deaktiviert. Ich verstehe es nicht, was das hier soll. Verstehe es wirklich nicht. Ist immer ein Wissenschaftler oder so. Boah, hier ist alles voll. Wie gesagt, du kannst hier noch was freischalten und sammelbare Gegenstände gibt es halt auch. Ich habe das alles nicht gesammelt. Thought about giving up. With that much time to think about nothing. Just about it. Thing is, the suit's designed to keep you safe, even from yourself. Makes it hard to take the easy way out. Okay. Was war das gerade? Fehler oder was? Zugriff gewährt. Nice, danke. Still, does it make it better knowing how bad things really are? The suit keeps out what you need to be afraid of. Only the fear is trapped in there with you and it's thriving. So yeah, maybe you're safe and dry. But inside, you're drowning. Oh Gott.
Tja, wir haben jetzt die Datenbank aktualisiert. Und hier können wir... Oh. Okay. Jetzt haben wir nämlich das U-Boot bereit gemacht. Ich glaube, jetzt müssten wir eigentlich alles soweit haben, um weiterzukommen. Bin mir zumindest ziemlich sicher. Ich wollte gerade sagen, wo sind die ganzen Krebse hin, aber... Nochmal Sauerstoff holen? Nee, ne? Ach, Quatsch. So, also wir gehen mal zu ILF. Und dann müssten wir eigentlich alles soweit gemacht haben. Die ganze Zeit diese merkwürdigen Geräusche. Ich habe ja extra alles übrigens leise eingestellt, damit man mich überhaupt hören kann. So, genau, hier ist nämlich das U-Boot jetzt. Warum steht denn da U-Boot abgelegt, obwohl das hier über uns ist? Es ergibt doch... Nee, warte mal, da musste ich ja woanders hin. Oh. Das vergesse ich aber wieder. Hier haben wir erstmal Sauerstoff, den nehmen wir mal kurz mit. Ja, man kann sich auch ein bisschen verlaufen. So, Shuttle zum Ablegen bereit. Genau, jetzt kann man nämlich weiter zu der nächsten Ebene gelangen. So, ja. Da muss ich ja ran. Jetzt funktioniert das nicht. Mein Gott, Alter, warum bewegt sich denn das Scheiß? Das, was jetzt passiert ist. Es sind zwei U-Boote zusammengestoßen, wie es scheint. Und vielleicht haben wir dadurch die anderen gefährdet. Geht gleich weiter, glaube ich, ne? Ah ja, da müssen wir jetzt mich gleich aufpassen. Okay. Achso, ich bin ja schon im Spiel. Also was das jetzt zu bedeuten hat, das ist wirklich schwer. Also das verstehe ich dann auch nicht. Also dieses 3D-Bild und dann hinten diese 2D-Bilder. Oh Gott. Naja, egal. Und das U-Boot ist weg.
Ey, Mann, was mich ankotzt und das geht mir wirklich richtig auf den Sack. Ich muss gleich den Controller neu verbinden, also das geht überhaupt nicht. Der bewegt sich hier wieder so, wie er will. Oh nee, wartet mal ganz kurz. Ey, das ist zu nervig. Jetzt muss ich erstmal gucken, ob ich hier irgendwo überhaupt noch ein USB-Kabel habe. Das ist richtig belastend. Oh Gott, was mache ich denn jetzt? Das funktioniert ja nicht. Ja, nice. Ich habe ja keinen Zahnstocher und nichts war. Oh, ist das ein Kack. Ja, wow, jetzt muss ich weiterhin mit der Scheiße klarkommen. Oh, ey. Was macht denn der jetzt hier die ganze Zeit? Oh, das macht mich hier gerade voll rasend vor Wut. Du kannst nicht rennen. Du kannst nix. Okay, da ist der Baum. Warum wir auch immer zu dem Baum laufen sollen, ich weiß es nicht. Wie lange hätten wir da suchen können? Wenn sie umgehend Schäden an Frontblenden, oder? Sorry, can you repeat the question? I was hoping you'd talk about the moment when you realized that the ones you collided with were, in fact, the ones you were trying to save. It was horrible. I mean, the odds of us finding them in the first place were poor. I sure as hell didn't expect to run into them. I don't know. I mean, I never found out who was in the other half of the wreck. Not alive, anyway. Jetzt stellt euch das aber mal vor, ne? Da kommt ein anderes U-Boot auf euch zu und ihr seht zu spät und dann macht's bumm. Okay. So, jetzt befinden wir uns in der Nähe eines Magmafeldes. Da dürfen wir auch nicht drin bleiben, ansonsten verbrennen wir nämlich. Mein Problem ist jetzt. Also, ich sehe gerade das Leuchten. Ich weiß ja, wo ich lang muss. Da hinten ist auch ein Leuchten. Warte mal. Da könnten wir vielleicht diese Dingens bekommen. Oder auch nicht. Ja, oder auch nicht. Okay.
So, es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten, ans Ziel zu gelangen. Ich gehe jetzt einen Weg, der ist eigentlich sogar der schlimmste, weil den anderen kenne ich nicht. Genau, hier durch. Das ist eigentlich das Schlimmste, was du machen kannst. Wo die Krabben sind, weißt du? Die können ja mehr als 3 Meter groß werden, da diese Tiere. Hier durch. Alter. Ich sag ja, das ist hier saugefährlich, Mann, die Stelle. Ich glaube, Sauerstoff könnte ein Problem werden. Oder wir haben Glück. Mal sehen. Ja, noch tiefer. Oh Gott, nee. Ich glaube, die eine ist sowieso auch am Leben hier vorne. Okay, wir kommen gut voran. Wenn jetzt einer von zugestimmt kommt, dann habe ich ein Problem. Na, manchmal backt man so ein bisschen fest hier. Ey, mein Sauerstoff wird langsam echt ein Problem. Wir müssen doch aber eigentlich unser Gebiet jetzt schon fast erreicht haben, oder nicht? Mir ist so... Ja, genau. So, hier ist ein U-Boot. Ich glaube, hier können wir neuen Sauerstoff holen. Warte mal, die Scheiße... We were talking about protocol. By your own admission, there are instances where you didn't follow procedure. There's your radio and Cora. Granted, this was unprecedented. But as you said, second-guessing puts lives at risk. Do you think the outcome might have been better if you'd just followed the rules? Well, it might. But there's no way to know that. Ja, also man redet ja hier, ich weiß nicht, ist das ein tatsächliches Ereignis gewesen? Ich meine, dieses, es gab ja so ein ähnliches Beben mit so einer gewaltigen Stärke, das, was hier auch berichtet wurde.
Aber ich wüsste nicht, dass wir so eine Ausrüstung haben mit so einer Tiefe. Aber weiß ich schon. Okay, brauchen wir Sauerstoff. Okay. Ach, guck mal. Wir haben auf jeden Fall wieder jemanden gefunden. So you're lost and looking for some way out of all of this. And really your only option now is the other habitat, Compass 2. And what's most unsettling to me is you're in this dive suit. You call it a walking coffin. I can't even imagine what that takes. It takes everything. But when you're losing your strength and your senses, well, like I said, it helps you focus on what little's left. Genau, da haben wir nämlich das Problem. Du hast ja hier nicht mehr viele Sinne, ne, die du benutzen kannst. Oh, das wird knapp. Ja, danke. Hier ist wieder ein Anglerfisch. Ey, dieses Mistvieh, Mann. Nein, ich werd wegen ihm sterben. Ich komme nicht mehr raus. Ah, ich werde sterben, okay. Oh, das ist genau das Schlimme. Weißt du? Alter, die Anglerfische, Mann, die sind so unfair. Als ob die so eine Kraft haben. Ach, Mann, ey. Ey, komplette Level mache ich jetzt aber nicht. Du kannst vergessen. Okay, jetzt bin ich immer noch hier. Ey, das ist ärgerlich, Mann. Nur wegen so einem verschissenen Anglerfisch bin ich verreckt. Es sind sowieso auch so viele Dinge hier. Also ich weiß nicht. So you're lost and looking for some way out of all of this. And really your only option now is the other habitat, Compass 2. And what's most unsettling to me is you're in this dive suit. You call it a walking coffin. I can't even imagine what that takes. It takes everything. But when you're losing your strength and your senses, this is so nervig gerade hier. It helps you focus on what little's left. Wisst ihr, das Problem ist, und das ist wirklich ganz beschissene Scheiße hier. Ich sehe nicht viel. Also eigentlich sehe ich gar nichts. Und du verballerst die Fackeln hier. Ohne Ende. Ich meine, ist klar, bei der Tiefe kommt halt schon lange kein Sonnenlicht mehr an. Aber, ja, ist ein bisschen doof. So, warte mal, jetzt müsste hier gleich irgendwo der Anglerfisch vorkommen. Eigentlich müsste der abhauen, aber was weiß ich.
Oh, ey, das Spiel reagiert aber auch echt übel. Mann, nein, nicht schon wieder, Alter. Hab ich keinen Bock drauf. Ich sterb wieder. Es kann doch nicht wahr sein, Mann. Oh, es ist ein fuck beschissenes Mistvieh. Alter, wegen dem bin ich schon wieder runtergefallen. Das kann doch nicht wahr sein. Und das Spiel reagiert auch überhaupt nicht. Ich habe jetzt gerade auf Viereck gedrückt wie so ein Bekloppter und ich habe nicht zugeschlagen. Also, oh. Da merkt man, dass es von Studenten entwickelt wurde. Oh, die ganze Pisse nochmal. Ey, das regt mich so auf. Nimm die Scheiße da auf. Ey, es wäre so easy peasy, aber so nein. Lost and looking for some way out of all of this. And really your only option now is the other habitat, Compass 2. And what's most unsettling to me is you're in this dive suit. You call it a walking coffin. I can't even imagine what that takes. It takes everything. But when you're losing your strength and your senses, well, like I said, it helps you focus on what little's left. Wollen wir mal hoffen, dass es jetzt besser läuft, ansonsten habe ich halt keine Ahnung, ey. Das habe ich früher mal gemeistert hier. Da bin ich, glaube ich, nur ein einziges Mal gestorben. Aber dieser scheiß verschissene Anglerfisch, der kommt schon wieder. Ey, willst du mich jetzt gerade verarschen oder so? Also irgendwann reicht's auch. Weil nochmal mache ich das nicht. Ach genau, ja, jetzt wird's natürlich nochmal witzig. So, jetzt gibt's mich ein paar Dinge zu beachten. Leopold Fady. Okay, warte mal, jetzt muss ich überlegen, wie war denn das? Ist eigentlich ganz einfach. Du verbrauchst auch hier. Man kann, glaube ich, auch das Fahrrad folgen. Das heißt also, ich hätte auch gleich nach links gehen können. Ich gehe mal hier lang. Ja, genau, so war's. War nicht richtig? What? Gott, ey, ich häng schon wieder fest. Also, nee, es ist nervig. Ich geh mal hier lang.
Okay, wenn du falsch gießt, dann sieht er ja. Warte mal. Oh, ich häng schon wieder fest hier. Es kann nicht wahr sein, Junge. Hier sind die Bücher. Eigentlich kann es ja nur hier sein dann, oder? Ich verstehe es nicht. Ey, dieses Festbacken, Alter. Ja, das ist auf jeden Fall immer alles falsch hier, ne? Geil. Ich weiß nicht mal, ob er mich richtig hört. Ich weiß hier gar nichts. Ich überhaupt schon... So, hier ist ein Buch. Nur einen Weg. Ey, das ergibt doch null Sinn. Ich kann da gar nicht lang. Was soll ich machen jetzt? Da geht einfach nur die Zeit rum. Gibt doch null Sinn. Oh, ich bin weiter. Ich habe keine Leuchtfackel mehr. Even setting that aside, so much about your ordeal is almost beyond most people's comprehension. Were you ready for this? Or were you lucky? No, no luck. You mentioned possibilities. Does a part of you wonder where you'd be if you'd never gone down there in the first place? Not really. I mean, that kind of thinking won't get you anywhere. Ey, wenn du keine Fackeln hast, du bist hier eigentlich nur aufgeschmissen. Schon wieder ein Anglerfisch. I'm not proud of some of the things I did. But I'm not leaving anything out. I can't. Da hat er recht. Also anscheinend hat er eher eine Frau im Stich gelassen. So sieht's gerade aus. Hätte sie retten können, eventuell, aber ich habe jetzt gerade Sauerstoff oder den Sauerstoff mitgenommen. Und er hat gesagt, er war nicht stolz darauf, aber er lässt es jetzt natürlich nicht aus. Okay. Geh nach oben, danke. Ey, das reicht doch jetzt langsam. Ey, willst du mich jetzt gerade verarschen? Schlag doch mal zu, Mann. Wie muss ich denn auf Viereck drücken? Oh, Junge, ey, das gibt's nicht. Ich weiß nicht mal, wo ich hier war und wo ich nicht war. Das ist das Problem.
Ey, ich dreh ja gleich am Rad. Ey, kannst du jetzt mal das Vieh töten? Ey, ich dreh ja gleich. Nee. Alter, ist das eine dumme Scheiße. Ach, ich habe keine Flares mehr. Na, super. Bin ich eh aufgeschmissen. Denn ohne Flares komme ich jetzt hier eh nicht mehr voran. Oh, das ist so dumm gemacht. Also ganz ehrlich, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich verstehe es nicht. Und bumm, ich bin tot. Oh, es gibt so ein paar Sachen, die sind sowas von dumm. Und das merke ich jetzt erst im Nachhinein. Ich will ja eigentlich nur zu Kompass 2. Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Willst du mich jetzt rollen? Even setting that aside, so much about your ordeal is almost beyond most people's comprehension. Were you ready for this? Or were you lucky? No, no luck. You mentioned possibilities. Does a part of you wonder where you'd be if you'd never gone down there in the first place? Not really. I mean, that kind of thinking won't get you anywhere. Ey, wie mir das Vieh auf den Sack geht, Mann! Schlag doch mal zu, Alter! Ich hab bestimmt 20 Mal raufgedrückt, bis er mal was gemacht hat. Ey, das ist so dumm. I'm not proud of some of the things I did. But I'm not leaving anything out. I can't. So, jetzt muss ich hier nur einen Weg rausfinden. Und das ist nämlich das ganz große Problem. Ah, ich habe nur 6 Dinger, ne? Oh Gott. Also ich komme jetzt wieder hier unten hin. Da muss es irgendwo eine Möglichkeit geben, durchzugelangen. Komplett rollen. Ey, Mann. Ey, ich kann mich nicht erinnern, dass die Stelle so scheiße war. Boah, ich habe das Spiel 2 oder 3 Mal durchgespielt und ich kann mich an den Dreck hier nicht erinnern. Nice. Oh, kein Bock mehr. Also eigentlich fehlt mir dafür jegliches Verständnis, wirklich. Nee, also nee, nee. Ergibt null Sinn. Even setting that aside, so much about your ordeal. Halt doch endlich die Fresse mit dem Scheiß hier. Most people's comprehension. Were you ready for this? Or were you lucky? No, no luck. You mentioned possibilities. Does a part of you wonder where you'd be if you'd never gone down there in the first place? Not really. I mean, that kind of thinking won't get you anywhere. Hey, ich muss 30 Mal das Ding beinahe treffen, damit der einmal zuschlägt. I did. But I'm not leaving anything out. I can't.
Habe ich jetzt überhaupt die Leuchtfackel mitgenommen? Nee, natürlich nicht, ey. Boah, das ist so scheiße. Also ganz ehrlich, irgendwann hast du auch die Faxen gestrichen voll. Es gibt hier so ein paar Sachen, die hätte man wirklich ändern können. Und die hat man nicht geändert. Ist es jetzt hier der richtige Weg? Ich glaube ja. Und wo geht's jetzt hier raus? Das ist mich die große Frage, das weiß ich nicht. Das sieht alles gleich aus, der ganze Scheiß hier. Ich drehe ja gleich am Rad. Was ist die nächste? Ich krieg hier einen Anfall. Oh, gut. Ich hoffe, jetzt bin ich durch. The last day of third grade, we drive down to the dock. She points at her watch, tells me, close your eyes. She puts her hand on my chest, says, 10 seconds. And then I'm falling. Dann sind wir ja schon fast bei Kompass 2. I'm gonna drown. I mean, I'm sure of it. She's shouting. Not to interfere. 10 seconds later, her hands on mine, pulling me up. The next day, we go again. Only now it's 15. I'm up all night, watching the clock, trying to count 20 on the dot. I knew so long as I, you know, hold out. 40 seconds, 45, she'd come. And one day she didn't. My first thoughts, maybe I messed up the count. My second thoughts, I'm on my own. I open my eyes and the sun's behind her. But I know that shape, it's familiar. Arms crossed, staring down at me. So, jetzt kommen wir mich zu den wirklich ganz beschissenen Stellen im Spiel. Also wie gesagt, es gibt ein paar Dinge, die hätte man komplett ändern können. Ich meine, das Spiel wurde geupdatet. Hier liegt eine Menge Ausrüstung rum. Anyway, by the time I climb onto the dock, she's already home. Okay, so. Da haben wir ja schon mal was gut geschafft. Achso, ich bin ja draußen. Ha. Jo, bei Kompass 2 sind wir so singen schon so größtenteils am Ende, ne? Also, ich habe jetzt mal nur geguckt, wie weit das denn bis zum Ende ist. Ich habe ja Folgen, die kann man, da kann man ja reingucken, glücklicherweise. Ist noch ein Stück. Aber wir kommen gut voran. So. Aber das ist ja wirklich der Rest der. Wow, ein Riesenkalmar. Methane is a greenhouse gas, one of the most potent. Other industrial disasters may have been more severe, but Oceanova was groundbreaking, like you said. It could be years before we know all the consequences. We might never understand the ecological impact. It was very expensive, and
19 people died. Like it or not, you're the human face of all this. So what do you say to your critics? I believe in what we were doing. But was it worth the cost? Ach stimmt, die haben ja am Methan rumgefuscht. Die haben Methangas versucht. Sag schon. Ja, kann man das Ernten nennen? Zu bohren. Und wer sich ein bisschen auskennt, der weiß, dass Methan richtig, richtig heftig ist. Eines der schlimmsten Treibhausgase, die es gibt. Okay, da sollten wir nicht reingehen. Ja, das wird hier noch ganz witzig. Also das ist hier eine Sache, die ist schwer. Ich kann da nichts mitnehmen. Oh, schade. Nein! Oh Gott, ich bin... Oh nee! Durch eigene Blödheit bin ich jetzt gerade in die Tiefe gefallen. Oh. Wir brauchen, glaube ich, irgendwas. War das Zugangskarte? Naja, ich glaube, wir mussten Strom wiederherstellen. Irgendwas war's. Und es dauert jetzt. Das dauert, weil da muss ich jetzt erstmal gucken, wie wir überhaupt weiterkommen. Und mit gucken meine ich, wir müssen uns jetzt ganz genau die Stellen anschauen. Ach Mann, ey. Oh Mann. Ja, wie gesagt, es gibt ein paar Stellen, die hätten sie sich sparen können. Es ist halt... Weiß ich nicht, entweder um das Spiel zu strecken oder den Spieler zu frustrieren, ich weiß es nicht. Der kommt gleich sowieso wieder vor. Boah, diese ganzen Viecher hier. Als ob die einen immer laufend angreifen würden. Wie kommt man nur auf so einen Schwachsinn? Ich sehe überhaupt nichts. Ey, Tintenfisch, geh mir jetzt nicht auf den Sack. Oder Barracuda, was auch immer du bist. Nee, Barracuda ist ja ein Fisch. War hier nicht irgendwo Sauerstoff? Ach, genau. Auch Sauerstoff. Hallo? You're an engineer. Oh. You're a problem solver. You value logic and precision. You talk a lot about times, distances, values. And yet, there were some challenges you couldn't solve. Numbers are easy. It's people that are complex. Numbers bring things into focus. No gray areas to distract you from getting things into perspective. Genau, das mache ich jetzt richtig scheiß schwer hier. Booster müssen kurz abkühlen.
Hallo? Was ist denn jetzt richtig? Oh, wenn ich das wüsste. Obwohl, das müsste hier richtig sein. Oder? Ich guck mal. Ja, der Aufzug funktioniert noch nicht, ne? Doch. Aber wir haben noch keinen Strom, ne? Oder brauchte ich eine Karte? Ach, wir benötigen ja nur eine Schlüsselkarte. Stimmt, da war noch was. Ach, den musste ich ja jetzt untersuchen, ne? Oh Gott. Der ist auf der anderen Seite, stimmt, denn deswegen habe ich das jetzt auch gerade aktiviert, ne? War das nicht so? Also kann ich jetzt den gleichen Cut nochmal machen, bloß, dass wir dann da hoch müssen. Ich sehe halt nicht viel. Oh, da haben wir jemanden. So, jetzt... Oh Gott. Okay, jetzt nochmal. Oh ja, danke, Mann, danke. Oh Gott. Sauerstoff. Und dann müssten wir hier hoffentlich die Karte kriegen. Und wir haben die Schlüsselkarte. Jupp. Yippie. Does it get easier answering all the same questions? People ask all kinds of questions. What they ask says a lot about their character. Especially when it comes to casualties. Da hat er recht. Also wie gesagt, weit fehlt es jetzt nicht mehr, weil wir sind ja jetzt schon im Kompass-Tool. I oblige. See which way they want to take it. I mean, what people don't get is that they don't want me to keep going. Not really. There's only so much blood and guts people can take before they lose their appetite. Everyone has their limits. Da hast du recht. Jeder hat seine Grenzen.
Und jetzt kommt eine richtig geile Stelle, die aber auch richtig frustrierend sein kann. Das war so gedacht. Hä, warum komme ich denn hier nicht? Hä? Warum passiert denn jetzt hier nichts? Okay. Das hätten wir auch geschafft. Also, gruselig finde ich es jetzt an sich nicht mehr. Also, zumindest nicht zu gruselig. Es hat noch seine Stellen, wo man sie erschrecken kann, klar. Ich habe mich ja schon mal ein paar Mal laut erschrocken, aber naja. So. Aber ich spiele es hier auch komplett im Dunkeln, ne? Darf man auch nicht vergessen. Und vor allem mit Kopfhörern, volle Lautstärke. Und dann kann man da schon mal einen Schreck bekommen, ne? Warte mal, wie war denn das? Oh, wirklich. Danke. Wie war denn das hier? Also schon meine gesamte Ausrüstung sieht ziemlich im Arsch aus, ne? Okay, warte mal. Ich guck mich erst mal ganz genau um. Füll mal kurz den Sauerstoff auf. You're very candid when describing some circumstances. Times when you felt crippled with fear. Coming across the bodies of friends and colleagues? Yeah. It's clear you care, but there's an undercurrent of detachment in the way you present some of the more difficult moments. Was that your intention? No, I've heard that before. I just did my best to paint a clear picture. When it comes to empathy, there's no manual for that. Ich konnte mich gerade nicht bewegen. Okay. Also die Geschichte, die erzählt wurde, ist an sich nicht schlecht. Die ist wirklich nicht schlecht. Und jetzt kommt nämlich gleich eine Stelle, die ist wirklich... Ja, die ist krank. Muss ich hier was aktivieren? Wartet so? Dass die Bildschirme überhaupt noch funktionieren. Schon heftig. Ja, jetzt geht's für mich los. Funktioniert nämlich gar nichts mehr. I have to ask again. Was it luck? Conditioning. Conditioning and discipline. That's how I got down there in the first place. And that's how I got out. It's about keeping tethered to the task. You don't let yourself forget about the reality around you. You can't.
So, und jetzt ist es gerade sowas wie ein Loop, der ewig weitergeht, so wie scheint. Aber anscheinend war das richtig. Lass mich nicht die ganze Zeit nur geradeaus laufen. Ich glaube, den Sauerstoff kann ich auch nicht auffüllen, ne? Stand gerade Moonwalk. Ja, wie gesagt, das ist jetzt so ein bisschen wie PT. What? So, der hat den Weg freigeschaltet hier, ne? Sauerstoff bei 3%, stellt mal vor. Oh, und ich krieg den Sauerstoff nicht. Und ich kann nichts machen. Ich kann den Sauerstoff nicht nehmen, gar nichts. Oh, das ist, was ich nicht ganz kapiert habe. Oh, nee. Ach ja, jetzt brauchst du ja einen Passcode. Da haben wir drei. Da steht Cheater. Da ist eine Null. Wenn ich sie mal sehen kann. Hätte er das als Nummer? Nee. Ey, okay, das ist ein bisschen dumm. Oh, da steht eine 6. Okay, es fehlen nur drei Zahlen. Ich sehe ja da die Null schon. Oder ist hier noch irgendwo anders so ein Ding? Warte mal. Guck doch mal nach unten. Danke. Steht da irgendwas? Nee, ne? Nee. Da ist eine 1. Kannst du mich mal bitte mitnehmen? Hat er die jetzt schon mal aufgenommen? Ey, warum nimmt er denn die 1 jetzt nicht? Ey, ich muss es nicht kapieren, wa? Also das ist, sorry, aber nee, das geht überhaupt nicht. So, jetzt fehlen eigentlich noch diese... Oh, das ist so richtig kacke. Also... Wir haben ja fast alle Zahlen. Die 1 wollte er gerade nicht. Ich brauche die aber. Und dann waren ja eigentlich noch irgendwo so Dartpfeile. Ich glaube, das ist auch eine Nummer.
Kannst du jetzt mal bitte die Scheiße da mitnehmen? Ja, Code, ich weiß. Ey, Leute, ich kapier das Spiel nicht. Er nimmt bestimmte Sachen nicht. Ich kapier's nicht. Boah, Alter, du siehst ja auch gar nicht durch, ne? Also das ist so eine Sache, die mag ich an dem Spiel gar nicht. Der Loop wäre eigentlich schon vorbei. So, jetzt fehlt mir nur noch eine einzige Zahl. Das ist es nicht. Oder hat sie die Nummer irgendwo verschrieben? Ja. Geht doch. Ja, das sind so Sachen, die mag ich nicht. Also gar nicht. Also, ist eine geile Idee. Aber wenn man die Zahlen nicht so mitnehmen kann, dann ist es halt ein bisschen kacke. Und diese Thruster, die sind auch viel zu nutzlos. So, jetzt kommen wir durch. Das kennen wir doch schon. Alter, wir müssen ja richtig schwer Probleme gehabt haben mit dem Sauerstoff. You saw terrible things. And even if you made it to the surface, you couldn't count on being rescued. I mean, I'd have lost my mind. Did you ever feel like you were losing it, just a little? No. When they found me, I'd been floating on the surface for at least 5 hours. I talked with therapists and trauma experts for months. Said I was hiding the hurt. But it's not true. I made mistakes down there, yes, but did I lose my mind? No. No way. Das Spiel speichert furchtbare Dinge. Der guckte mitten rein. Stell mal kurz den Sauerstoff wieder her. Ich dachte, lange fehlt es jetzt nicht mehr bis zum Ende. Der Anglerfisch gerade versucht. Okay, ja. Oh oh. Beweg dich! Ah, ich bin tot. Oh, das ist das Furchtbare, Mann. Also es ist geil und furchtbar zugleich. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll.
Und es dauert auch viel zu lange, bis das Spiel geladen hat. Ich habe 20 Uhr angefangen. Das heißt also, ich wäre eigentlich schon durch, aber bin schon zu häufig gestorben. Und das ist ja hier eines der wenigen Sachen, die jetzt noch kommt, denn dann ist ja wirklich Ende. So viel ich noch im Kopf habe. Ewigkeiten, bis ich mich bewegen kann. Beweg dich! Defined by the fact that you came back alone. Your story started with 20 people, but ends with one. So when it comes to telling those stories, you're the only one who can. Yeah. There's a responsibility to get things right, for the record. Ich meine, ein Großteil hat sich anscheinend innerlich abgespielt. Wisst ihr, was ich meine? So genau, das ist jetzt sehr nah am Ende. Also, wir haben es fast geschafft, meine Freunde. War es gut? Bis jetzt? Ja, es war gut. Warte mal, ich hole mir nochmal Sauerstoff. Er macht uns den Weg frei. Ja, aber jetzt wirklich, das ist jetzt das letzte Ding, was richtig hart wird. Unendlicher Antriebsschub wurde jetzt aktiviert. Ich glaube, ich durfte nicht gesehen werden. War das nicht so? Ja, das muss wirklich schwer sein, wenn man in so einer Situation steckt. Na, geh doch!
Obwohl, die können mir, glaube ich, nur greifen, ne? Was andere können die, glaube ich, nicht machen. So, das ist jetzt der Anfang, glaube ich, nochmal. Der ein bisschen anders erzählt wird. Ruhe und Frieden, Ross. Hey. You all right? Come on, let's get back to the hub. So. Ross ist weg. Welcome back to Open Air. I'm Emily Kaler. If you're just joining us, my guest is Kip Mattis, sole survivor of the Oceanova disaster. His first book, Hell or High Water, is a harrowing account of his ordeal. Earlier, we talked about the life aquatic, escaping the flooded habitat, and being lost on the seafloor inside a half-ton titanium diving suit. So, genau. Jetzt müssen wir mit einem Aufzug fahren. Ich muss mal gucken, ob das tatsächlich so passiert ist. Das wäre echt krass. Also nicht 1:1, aber es gab ja ein schweres Seebeben. Und das, was hier Kip, passiert... I know this might not be easy, but I'd like to talk about the end. Can you read that for us? Yeah. The list is getting shorter. The hatch opens with its usual reluctance, flooding the room with light. The pod is there. I'm going home. Tomorrow, I'll be the sole survivor. But for now, I'm not alone. Genau, Leute. How did you feel when you figured it out? At that point, and that close, I was running on fear. So when I saw another suit in the room, it's almost too much to process. I couldn't believe that it was... Ich kann nicht drauf zugreifen. Virgil? Is that you? Virgil? Made it. Just like me. How did you get? I thought everyone was... Only I'm locked inside the pod, and he's locked out. Can you hear me? I can't stop the launch. There's no override. He's not coming back. Oh, God. I'm sorry. And that's on me. 30 seconds to evacuation. Hey, boy, buddy. So are you saying that if you did something differently, that Virgil would have lived? That's right. Until I saw him. Fear in his eyes. I thought I was the only one. It was a bad call. This can't be happening. 3, 2, 1. Passiert aber leider. Das ist doch heftig, oder? Überlegt mal. Er hatte bis zuletzt gedacht, er wäre der Einzige, und dann gab es doch noch jemanden, der es überlebt hat.
So, warte mal. Das, was ich jetzt mache, ist genau das Ende, was man jetzt eigentlich erreicht. You didn't kill him. Really? Who did? Bad luck? I'm responsible. Look, I'm up here talking with you. And he's still out there. Ja, aber es war eine Extremsituation. Ich meine, wir wissen ja nicht genau, ob er es tatsächlich überlebt hätte. Er hat ja schon so viele, ich sage jetzt mal, Dinge gesehen. Wer weiß, ne? Im Endeffekt. Ob überhaupt, naja, als normaler Mensch zurückgekehrt wäre. Ja, Leute. Das ist hier jetzt schon eigentlich das Ende von Narcosis. Es dauert jetzt ein bisschen, bis, glaube ich, das losgeht. Weil hier wird es innerlich, ihr seht ja schon, wachsen überall Pflanzen. Also ganz ehrlich, um das jetzt mal klarzustellen. Ich fand das Spiel, ja, wirklich an sich grandios. Es hat eine, eigentlich eine geile Erfahrung war das. Weil ich meine, hier wurde eine Geschichte erzählt. Vielleicht war es tatsächlich wahr, also teilweise, ja. Und wir konnten ja zumindest hören, ja, dass er diese Geschichte erzählen wollte. Ich muss mal nachgucken, also wenn es das wirklich in der Art und Weise gab, wäre es echt heftig. Aber kommen wir jetzt zum Spiel an sich. Also, wir haben hier ein Horrorspiel gespielt. Es hatte schon an sich sehr, sehr coole, ich sage jetzt mal, Ideen. Es wurde von Studenten entwickelt. Ja, und es wurde dann auch wirklich zu Ende gebracht. Das muss man sich mal vorstellen. Also diese Studenten haben dieses Spiel hier gezaubert. Es wurde an sich keine schlechte Geschichte erzählt. Es ging ja um die Katastrophe, die vorgefallen ist. Und wir haben das jetzt aus einer Seite gehört und von der anderen Seite gesehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, ich fand es großartig. Also die Grafik, okay, die ging. Ich fand vor allen Dingen die Tiefe, das war geil gemacht. Also die Tiefe so zu zeigen, wie sie hier dargestellt wurde, war grandios. Das beklemmende Gefühl, halt allein zu sein, ist auch ziemlich hart. Ich meine, ich habe es jetzt nur gespielt, aber das war schon heftig. Die Musik hat mir, wie gesagt, gefallen, der Artstyle. Die Geschichte hatte ich schon erwähnt. Was gibt's noch zu erzählen? Auch die Spielzeit war in Ordnung. Bei dem Preis bin ich mir leider nicht mehr sicher, was ich bezahlt habe. Kip, it's been more than a year since all this happened. You wrote a book and told your story. Are you ready to be done? Yeah, yeah. It's time to move on. Get myself working again. Kip Mattis, thank you so much for spending time with me today. Kip Mattis. Thanks for having me, Emily. Ja, also wie gesagt, ich fand's nicht schlecht. Das hatte was. Und zwar was richtig Gutes. Okay, das war nur im Spielname. Also. Wow, was ist denn da los? Kann man die reden hören? Habe ich alle gefunden außer die? Keine Daten vorhanden. Okay. Ja, Leute. Das war auf jeden Fall Narcosis.
Negativpunkt ist auf jeden Fall die schlechte Übersicht. Die war wirklich teilweise ziemlich katastrophal. Und ja, dass der, also wenn du zuschlägst, weißt du, und du drückst wie ein Bekloppter darauf und es passiert nichts, da fühle ich mich ein bisschen verarscht. Trotzdem muss man sagen, es war ein gutes Spiel. Wir wurden jetzt über 2 Stunden unterhalten. Und klar, man könnte jetzt auf Fortfahren drücken, aber dann würde man jetzt dasselbe Ende nochmal sehen. Also es gibt kein zweites Ende. Ich weiß nicht, ob es euch gefallen hat. Ihr könnt es ja mal gerne in die Kommentare schreiben oder jetzt noch im Livestream. Das lese ich mir durch. Und dann würde ich sagen, würde ich auch das Spiel fast beenden. Ich glaube, es war so ein, auch eine Hommage an Soma. An Soma, so rum. Weil Soma spielt ja auch in der Tiefsee. Ja, das wäre auch ein Spiel, das würde ich gerne mal ja, entweder als Let's Play oder als Livestreamer machen. Aber das Spiel ist so lang, da brauchst du mindestens 2 Parts, damit du damit durch bist. Ich bevorzuge ja eigentlich immer ein Part. Aber demnächst werde ich mir angewöhnen, bestimmte Spiele, wenn die eine gewisse Länge haben, entweder früher anzufangen oder aber, dass wir sie halt in mehreren Parts durchzocken. Ja, anders geht's halt nicht. Ich weiß ja nicht, gibt's irgendwelche Filme, die ihr noch vorschlagen könnt, die in der Tiefe spielen? Ich glaube, The Abyss war ein richtig guter Film. Dann gab's noch einige Filme, die haben nicht so, ich glaube, 47 Meter Down hieß der, der war auch nicht schlecht. Aber ansonsten fällt mir jetzt gerade nichts ein. Ja, ich würde jetzt hier den Punkt dann beenden, Leute. Hat mich trotzdem gefreut, dass ihr bis hierhin dabei geblieben seid. Und ich hoffe, dass ihr dann beim nächsten Livestream oder bei den nächsten Videos auf jeden Fall wieder einschalten werdet. Und wir sehen uns und hören uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis denn und tatüdelü.